Gut. Also guten Abend, meine Damen, meine Damen und Herren. Wir sind weiter mit Hiob, dritte Kapitel. Und Maimonides, der erklärt diese Hiob-Geschichte, sehr seltsame Geschichte. Ja? Der Hiob, am Anfang drittes Kapitel, was sagt er? Wenn wir schauen, sagt eine Klage, dass die Menschen überhaupt lebt auf diesem Welt, ja, auf diesem Erde. Kapitel 3. Hernach tat Job seinen Mund auf, ja, und verfluchte seinen Tag. Verfluchte seinen Tag, das ist ein hebräisches Sprichwort, der meint gleichzeitig beide Sachen. Erstens, eine unglückliche Zeit, ja. Also, es war gescheit, war passiert, kein Glück, umgekehrt, nur Dose. Erschien, dann ist es verfluchten seinen Tag, diesen Tag. Aber das Hiob-Buch sagt etwas anderes. Noch tiefeste Deutung. Der Tag, welchem Tag verfluchtet Hiob? Geburtstag. Erste. Der Null-Geburtstag. Ja? Also nicht die 20. oder 85. Geburtstag. Er verfluchtet den Moment, als er hat in diesem Welt erschien. Ja? Also deswegen, auf Hebräisch gibt es zwei Deutungen. Die Mehrheit von den Leuten benutzen nur die erste Deutung. Ja? Wenn es etwa geschah, etwa passiert, etwa böse kommt, dann. Aber im biblischen Sinn, geflüchtet den Tag, dass es bereuen sich überhaupt geboren zu diesem Welt sein. Ja? Verstehen Sie, das, was er meint? Er erklärt seine Meinung hier weiter und sagt, und Hiob fing an und sprach, es verschwindet der Tag, auf dem ich geboren war. So ist. Okay. Und dann, das ist eine sehr, sehr bittere Rede. Lesen wir nichts. Ja. Also prinzipiell, er will nicht in dieser Welt leben. Nach alle Katastrophe, das ist mit ihm getroffen. Wurde. Aber muss man ehrlich fragen, ist das war der gleiche Stand am ersten Kapitel? Er war, genau, er war reich, das Leben war sehr, sehr gut und gemütlich. Er hatte Reichtum, er hatte Frau, er hatte Kinder, er war ein guter Mensch überhaupt. Wir haben uns viel, viel gut über ihn erfahren von Midrashim. Also, das ist genau, was die Satan gemeint. Wer war, als geht ihm gut, dann gut. Aber wenn nicht, okay, der Hiob verfluchtet nicht dem Gott. Er verfluchtet seinen Geburtstag. Also in diesem Sinn haben gesagt, die Mund von Satan, die Frau, ja, sie sprach am zweiten Kapitel, fluchte dem Gott und stirb. Das ist genau die Idee von Satan. Hiob ist eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Er nimmt überhaupt die Deutung von Lebens. Und deswegen, dieses Buch, er nichtet über die Hiob selbst, trotzdem auch. Ja? Er meint überhaupt über die Gut und Böse. Ja? Über die, genau diese Probleme, dass die Gerechte und Gehten Böse. Ja? Und was ist die Deutung zum Leben? Wie kann man herausfordern die Böse? Ja? Wie kann man trotzdem leben in dieser Welt? Ja? Gibt es ein interessantes Buch von einem jüdischen Philosophiker, Viktor Frankl. Kennen Sie den Namen? Ja. Ja, es ist sehr, sehr bekannt. Er war ein österreichischer Jude aus Wien. Er hat KZ, ich denke, Auschwitz überlebt. Nicht seine Frau und seine Kinder. Und es ist sehr, sehr interessant, er hat seine philosophischen Systeme in Auschwitz entwickelt. Und die Systeme ist, warum muss man leben und was verstärkt der Mensch. Ja? Und er hat viel, viel die Leute in der KZ unterstützt. Und ich habe gesagt, er hat uns die Deutung aufgeblasen. Ja, wir wollten uns
und bei uns aufgeben. Einfach. Ja? Und danach, nach dem Shoah, ich hatte wieder in Wien gesiedelt und sehr, sehr bekannte Buch abgeschrieben. Wie heißt das? Die Menschen, die streben die Deutung. Wie ist der deutsche Titel zu diesem Buch? Auf Englisch, es war ein Bestseller, bekommt ein Millionär wegen diesem Buch. Ein sehr, sehr bekanntes Buch, hat mehrere Übersetzungen, ich denke über 20, 30 Sprachen. Die Untertitel auf Hebräisch, oder der Titel, wie Mensch die Deutung für Leben sucht. Ja? Und Viktor Frankl malt die böseste Erfahrung, ja, die KZ, ja, das was die Todeslager, ja, KZs, Arbeitslager, könnte man überleben. Also, und das ist genau die Frage, welche die Hiob erhebt, ja, warum muss man leben? Warum muss man nicht seinen Tag verfluchten? Auch den Tag, dass es etwas böse geschah und auch den Geburtstag. Ja? In die Klammern jetzt war es sein Geburtstag von Viktor Frankl. Und es war eine sehr, sehr paradoxale Geschichte. Nach dem Shoah, er hat starke Depressionen erlitten. Er selbst. Er hat die Leute geholfen, unterstützt, alles gut, die Theorie entwickelt. Es ist alles gut. Aber für sich selbst, er war in tiefe Depression. Am Anfang 50er. Ja, und gibt es die Geschichten. Er hat nicht jüdische Frau geheiratet, eine katholische Frau. Und dann gibt es eine Geschichte mit Lubavitcher Rebbe, der letzte verstorbene Rabbiner Schneerson. Die hat eine Jüdin zu ihm geschickt, ihm unterstützen, die Philosophical Frankl. Und er schreibt das, diese Geschichte, dass er wollte auch aufgeben auf sich. Vermutlich Suizid, Selbstmord, so in etwa so. Und eine Gruß von unbekannten Rabbiner aus New York hat ihn sehr, sehr unterstützt und wieder zum Schiene gekehrt. Das ist die Geschichte. Aber die Fragen, die ich Job fragt und bieten Kapital, die sind ewigen Fragen. Das muss man ehrlich so sagen. Talmud auch bemüht über diese Frage, was wäre besser, theoretisch zu sagen, zum Geborenen in dieser Welt oder verzichten auf sich, wenn es wäre unsere Auswahl, und nicht geboren in dieser Welt. Das ist eine thermologische Frage. Ja, die Kind, die kleine Embryon, hatte keine Auswahl, ob geboren sein und in diese Welt auskommen oder nicht. Aber Talmud stellt genau solche Frage, was ist besser? Und die Antwort, ja, es ist besser nicht geboren, diese Welt sein. Diese Welt ist eine schwierige Platz. Sehr, sehr unfeinliche Welt. Deswegen Talmud sagt in anderen Stelle, dass als neue geborene Baby erschien in dieser Welt, er weint, aber alle herum, sie sind sehr, sehr fröhlich. Richtig, ja? Und Talmud sagt, und wieso? Wieso Kind, das Baby weint? Weil er weiß, zum welche schwierige Welt hat er rausgekommen. Das ist ein Wissen, das die Leute vergessen, als sie ein neues Baby treffen. Okay, also, aber der Talmud sagt, okay, aber trotzdem, der Mensch hat keine Auswahl, geboren, nicht geboren sein, dann muss man leben und leben gut. Das ist die klassische talmudische Antwort. Das heißt, von Anfang, Idealfall, es wäre nicht geboren. Wenn schon post factum Mensch ist geboren, dann muss man gut fühlen sich, ja, verheiraten, Mann, Frau, Kinder, Arbeit, genießen von dieser Welt, ja. Also das ist genau. Trotzdem ja zum Leben sagen. Ah, das ist die deutsche Titel. Eine Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Okay, danke so. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Das ist eine Geschichte. Es ist kein Untertitel. Das ist Grund von ihm.
Ja, aber es ist sehr, sehr bemerksam, sehr, sehr wichtige Buch im 20. Jahrhundert, viele, viele philosophische Fragen und Antworten. Ja, also, und im Kurz muss man ein Ziel haben in dieses Leben. Das ist sehr, sehr abkürzt, richtig? Ich erzähle über die Buch, ja. Muss man ein Ziel haben? Und das ist genau unser Problem im 21. Jahrhundert. Viele, viele Leute im westlichen Welt haben die Ziel verlieren. Und dann ist einfach Leben und dann bekommt schwer. Ja, weil du weißt nicht, warum. Ja, das heißt, im biblischen Studium ist immer wurde am Uni im ersten Semester gesagt, dass die Wissenschaft beantwortet über die Frage, wie. Ja? Wie macht man einen guten Motor? Wie macht man Körper gesund? Medizin, ja. Aber die Wissenschaft überhaupt beantwortet nicht die Frage, warum. Das ist nicht wissenschaftliches Ziel. Ja? Also, die Warum, das ist die Frage und Antwort von Religionen, philosophischen Systemen. Ja? Also, die Medizin, der Arzt kann theoretisch zu sagen, von fast jede Krankheit erholen. Ja? Aber die Medizin, der Arzt sagt nicht, warum muss man leben? Warum nicht Suizid? Und so weiter. Ja? Also muss man, und diese Frage ist eine schwere Frage. Es ist eine nicht politisch korrekte Frage. Ja? Muss man wahr mit sich selbst sein? Ja, und das genau, was Hiob probiert und auch Viktor Frankl. Ja, wahr mit sich selbst sein, das ist schwer. Okay. Und jetzt gehen wir zum unsere Maimonides, ja, das ist der Text, das Salvek hat uns geschickt. Also dritte Buch von Morene Bochim, Führer der Entschlüsselnde, dritte Buch, Kapitel 22. Ja, haben Sie alle? Okay. Seite 129, richtig? Okay. Ja. Okay, vielleicht jemand kann vorlesen uns und dann ich erkläre. Wer will vorlesen? Ja, da. Lesen. Bei mir funktioniert das gerade nicht, das zu öffnen. Aha, okay. Dann, bei mir ist es als PDF, genau was zur geschickt. Okay, 22. Kapitel. Die befremdliche und erstaunliche Geschichte Hiobs. Warum erstaunliche Geschichte? Jetzt, wir bald sehen. Okay, erstens, erstaunliche Geschichte, das ist die einfache. Einfacher Sinn, gibt es einen guten Mensch und er erlitt so böse, was mit ihm passiert. Ja, dass die unsere Logik, menschliche Logik, abgelehnt solche logische Entwicklung, Lebensentwicklung. Ja, das ist das Erste. Zweitens, was es bewundert, dass die Leute, die alle fünf Helden von diesem Buch, Hiob und seine vier Freunde, die alle sind Propheten, und sie reden mit Gott. Sie reden mit ihm und die Antworten bekommen. Erstaunlich, oder? Ja. Ich habe gesagt, dass die Prophezeiung, es ist die Geschichte, ist abhängig nicht nur von einer Seite, sondern von zwei Seiten. Ja? Es ist Prophet und der Gott. Ja? Wir denken, es ist eine Einbahnstraße. Aber es ist nicht so. Ja? Und wir kennen viele, viele Beispiele. Wann die Prophet hat kein Prophezeiung bekommen, man wollte. Die Moses zum Beispiel, die berühmte, ja, diese 40 Jahre Wüstenwanderung, er hat Prophezeiung am ersten Jahre und die letzte bekommen. Und in Mitte 38 Jahre. Und deswegen, wir lesen im Torah, die erste Jahre Auszug aus Ägypten und dann schon letzte, 40. Eingang im Israel, Heiligen. Isaiah, die große Prophet, hat auch eine
große Periode, rund 28 Jahre, 30 Jahre, keine Professur. Ja, und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, es ist nicht die Musik, du kannst du bestellen im Radiostation. Ja? Das ist Prophezeiung. Es ist nicht in deinem Händen. Ja? Und das ist genau die erstaunliche Geschichte. Die Freunde, die fünf Helden von Hiob Buch, sie bereden, sie diskutieren, sie streiten und sie bekommen die Antworten. Es ist wunderbar, oder? Ich wünschte mich, in diesem Stand sein. Du hast die schwierige Frage. Du fragst den Gott und bekommst die Antworten. Wie wunderbar. Ja? Und, aber wirklich, wir sehen bald, die Maimonides bringt diese alte Idee, dass die Hiob-Geschichte nicht wahr und nicht passiert in dieser Welt. Ja? Das ist die erste Version von Talmud, haben das gesagt schon. Ja, das, weil da gibt es viele, viele Problematigkeiten in dieser Geschichte von Hiob. Und deswegen, der Talmud sagt, Hiob wurde nichts und sogar nicht geschuft worden, theoretisch zu sagen. Ja? Und schon von diesem Anfang, ja, es ist keine solche Disputen gibt im Talmud über die andere heilige Duschen. Ja? Niemand sagt, dass Ishayahu, Irmiahu, Cheskel war nichts. Die biblische Kritik, ja, sie sagen etwas anderes. Sie sagen, es war mehr von einem Ishayahu. Es war 2, 3, 5, 7. Ohne Ende, ja. Das ist andere Idee. Die biblische Kritik, sie sagen, alles ist gefälscht. Jedes heilige Buch, die alle Texte sind Kompilationen von verschiedenen Autoren und so weiter und so fort. Aber sie sagen nicht, dass kein Ishayahu war. Sie sagen umgekehrt, es war mehr von eins, ja. Von wem fragen Sie? Hier aber Talmud sagt, es war null. Kein Hiob. Nicht 2, nicht 10, null. Und das war genau die Maimonides am Anfang gemeint. Es ist dieselbe Fakt, dass es die Talmud, wenn wir nehmen die Talmud jetzt als einen Kommentar für die Heilige Schrift, für die jüdische Bibel, es ist die einzelne Buch, 24 jüdische Bibelbücher. Der Talmud sagt, es ist alles ist Theorie. Es ist nicht wahr. Das ist erstaunlich. Ja, ist wunderbar. Also, die befremdliche und erstaunliche Geschichte Hiobs gehört gleichfalls zu dem, womit wir uns jetzt beschäftigen, nämlich, sie ist eine Parabel um die Ansichten der Menschen über die Vorsehung auseinandersetzt. Okay. Was er meint Parabel? Was sagen Sie? Was Maimonides meint Parabel? Hier gibt es zwei. Die Ansicht. Okay. Also die zweite Bemerkung schon geht weiter und er sagt, es ist quasi, kann man behaupten, es gibt keine gotteste Weltbeobachtung, ja, diese Probleme. Es ist quasi, Gott wusste nicht oder wusste, aber wie kann das sein, dass dieser Satan bekommt eine freie Karte? Ja, die Dose tun zum die Leute, wie es will. Ja? Also, das ist auch eine erstaunliche Frage. Ja? Okay. Also, Vorsehung. Genau das war unser Anfang. Ich habe gesagt, wie Gott weiß alles und muss man natürlich nachdenken, wie geht diese Vorsehung. Ich habe viele, viele Geschichten erzählen, ja. Aber die Buch Hiob wird beschließt, es doch, gibt es die Gotteste Vorsehung über die Welt. Ja. Aber manchmal, wir verstehen diese Vorsehung falsch. Und deswegen denken, gibt es keine Vorsehung. Es alles ist Satan, alles ist böse. Du kennst übrigens, das ist die Lehrer, diese unbeschlossene Schüler von Maimonides.
Wissen Sie, das gibt seinen Namen in diesem Buch? Kennen Sie die Geschichte? Im Renovim, in diesem Führer, gibt es viele, viele Vorworte. Von Rambam, von sich selbst. Und die eine von Vorworten gibt den Namen. Ja, das heißt, kann man denken, dass dieses Buch von einem Schüler geschrieben ist. Glauben Sie? Gibt es wirklich viele religiöse Forscher, die glauben. So, ja. Schreibst du ein Buch für eine Person? Es ist einfach erklärt, mündlich. Er war sein Schüler. Es steht der Name, einen Moment. Es steht der Name Shimon ben Yehuda, etwa so. Ja, also gibt es viele Disputen, woher kommt dieser Shimon ben Yehuda. Also es war eine Version aus Marokko, aber es ist nichts, ja, weil es ist zu nah zum Spanien. Ich habe gesagt, es ist klar, dass dieser Shimon kommt ganz weit fern von Europa, von Aschkenas, von Deutschland, sogar von Polen oder Ukrainien. Und so ist er erschienen. Heute gibt es eine Version, die endlich. Entschuldigung, es steht, meine liebe Schüler, Rabbi Yosef Bar Yehuda. Der Yosef, Sohn Yehuda. Okay, das ist der Name. Also, und es steht direkt, er kommt von Ende der Welt. Rambam so schreibt. Es kann sein, nicht Marokko, es ist ganz nah zum Spanien. Ja? Also, steht direkt. Okay, also natürlich, Rambam redet über die viele, viele Leute. Auch Juden und Nichtjuden gleichzeitig. Ja? Ich habe gesehen, okay, wir sehen das weiter. Er bringt viele, viele Beispiele von nicht-jüdischer Welt, von muslimischer oder christlicher Welt. Er redet über die Leute, nicht über die Juden. Er redet über die dumme Leute und kluge Leute. Okay? Und für Rambam ist es egal, die sind Christen, Muslime oder Juden. Für die Rambam, was ist entschieden? Es ist all die Menschen stereotypisch, dumm, klug, die Gott sucht, die lernen und so weiter. Ja? Also, dieses Buch ist geschrieben über die viele, viele Leute und auch für diese Schule, auch für ihn. Ja? Also, manchmal, die Rambam schreibt genau wie die Leute, die sagen wir erfahrene Schüler. Sie haben gelernt da und dort. Ja? Aber es ist klar, er schreibt für jeden. Und deswegen, er schreibt dieses Buch auf jüdisch-arabische Sprache. Mhm. Ja? Und natürlich, diese Yosef Bar Yehuda, er könnte kein Arabisch, er kommt von Europa. Es kann nicht sein, das ist ein Buch, du schreibst du eine Person, die sogar diese Sprache kennt. Und kann nicht. Deswegen dieses Buch geschrieben auf die spanische Juden. Die sind sehr, sehr assimiliert, reich, leben gut und haben viele, viele Probleme in dem Kopf. Genau wie hier. Okay. Also, diese du kennst übrigens, es ist manchmal diese Schule, im Einzelnen Rambam redet zu und manchmal einfach. Allgemeine Leser sozusagen, du. Okay? Du, jeder soll sich als diese du verstehen. Du kennst übrigens die Erörterungen unserer Lehrer. Unser Lehrer ist es die Weiser von Talmud, ja? Und den Ausspruch eines von ihnen, Job hat nie gelebt und nie existiert. Vielmehr ist das Buch eine lehrhafte Dichtung. Okay. Ja? Eine Frage, oder? Die Anfang von diesem Satz, das ist die direkte Zitat von Talmud. Job hat nie gelebt und nie existiert. Also das ist, habe ich gesagt, von Talmud. Die Ende des Satzes, das ist eine Erklärung von dieser Rabbiner, die hat Führer ins Deutsch und übergesetzt. Vielmehr ist das Buch eine lehrhafte Dichtung. Also die Zitat,
beendet und nie existiert. Das ist die Zitat. Okay? Und wir sehen bald am zweiten Absatz von diesem 22. Kapitel, dass der Rambam trotzdem er persönlich vielleicht nimmt diese Anrichtung, Hiob war nie gelebt und nie existiert, aber es ist eine methodische Anrichtung. Das heißt, wie viele, viele Leute gelesen die Heilige Geschichte, nämlich diese Hiob-Buch, haben viele, viele theologisch gläubigen Probleme, ja, wie es ist erzählt. Ja. Und deswegen, Talmud sagt, okay, wenn du hast eine Rebellion erhoben gegen die Heilige Schriften, vergiss. Sagen wir, eins Buch von den 24 ist es eine Theorie. Ja, die anderen sind wirklich geschaffen und passiert. Ja? Also wir sehen bald, dass auch die Talmud und auch die Rambam nehmen nicht wirklich, dass dieses Buch war theoretisch rausgeschrieben. Es ist nur die Protestierenden, ja, die Leute, die sind, fühlen nicht gut mit dieser Geschichte und mit, nicht mit dem Gott, nicht mit dem Satan, ja. Das ist ein Protest, ja. Dann gibt es eine solche Idee im Judentum, ja. Aber wir sehen weiter, dass Rambam entdeckt seine Meinung, im zweiten Absatz und weiter, dass doch die Hiob doch hat existiert und doch hat gelebt. Wir sehen das direkt von dem Text. Okay. Aber alle diejenigen, welche meinen, dass er lebte und existierte, okay, das heißt die anderen, du kannst sagen ja oder nein. Theoretisch zu sagen 50%, 50%, aber doch diese Meinung, dass Hiob hat nicht gelebt, nicht existiert, das ist die Minderheit. Das ist die Minderheit, ist nicht 50-50. Ja? Also die klassische jüdische Doktrine sagt sie auch, doch, er war wirklich. Und wie kann das sein, dass eine Idee, ja, es hat so, so große Platz im Heiligen Schriften, ja? Ein Buch mit 44 Kapiteln. Ja? Es gibt Metaphoren und Beispiele im Heiligen Schriften. Na gut, am Ende. Ein Absatz, zwei Absätze, eine Geschichte. Viele Propheten mitbringen diese und andere Metaphore. Ja? Das ist im Ordnung. Aber das ganze Buch, wie kann das sein? Wenn du sagst, dass ein Buch, und nicht ein kleines, ein großes Buch, im Heiligen Schriften ist eine nicht Utopie, eine Lehrmethode. Dann wo ist die Grenze? Wo stoppst du? Verstehen Sie das Problem? Wenn wir gelten, wir akzeptieren diese Idee, dass der Hiob war nicht gelebt und nicht existiert, dann du kannst sagen, okay, die ganze Heilige Geschichte ist eine Metapher. Es gibt keinen Gott und keine Gerechtigkeit. Verstehen Sie? Also dass du musst am Ende des Tages herausfordern, dieses Problem ins Buch Hiob und nicht rennen raus und sagen, okay, es ist nicht wahr, es ist eine Metapher. Ja? Weil mit dieser Idee, jemand nimmt auch die Bereshit-Buch, die ganze Torah, es ist alles Metapher. Und gibt es Leute auch heute, die schreiben, es war kein jüdisches Volk in antiken Zeiten. Heutzutage Juden, sie haben keine Verbindung mit diesem Juden von Torah. Okay, manchmal ist es wegen der politischen Gründe und der Kampf mit Palästinensern, das ist in Ordnung. Du verstehst die Background, aber prinzipiell, ja, es ist ohne Ende. Es ist ohne Ende. Ja, und du kannst annullieren und solche Wege die ganze Bibel, die ganze Tanach. Das ist ein Problem. Und Maimonides versteht das genau, aber von Anfang an probiert diese Idee vorne zu den Lesenden anzeigen. Okay, also, aber alle diejenigen, welche meinen, dass er lebt und existiert und dass das Buch eine wirkliche Begebenheit schilderte, wissen weder Zeit noch
Ort seine Existenz anzugeben, sondern manche Lehrer sagen, habe in den Zeiten der Patriarchen, andere wieder habe in den Zeiten Moses gelebt, wieder andere versetzen ihn in die Zeit Davids, noch andere rechnen ihn zu den aus Babylonien heimgekehrt. Okay. Jetzt Maimonides zitiert die alle Meinungen, das habe ich schon vorgelesen für euch, von der Talmud, ja? Es steht auf einer Seite, du gibst viele, viele Meinungen, wann genau der Hiob lebt. Und quasi von dieser Vielfalt der Meinungen kann man sagen, okay, es kann nicht sein. Unsere normale Idee integrieren alle Meinungen, ja? Du hast recht und du hast recht alles in dir. Und dann du sagst, okay, du hast recht, die Patriarchenzeiten, Jakob nämlich steht im Talmud, nicht Abraham, Jakob. Du hast recht in Moses-Zeiten, du hast alles in recht, aber wenn so, dann du bekommst was, 1000 Jahre? Das ist wirklich, kann nicht sein. Und deswegen, die Talmud erhob die Idee, vielleicht ist überhaupt eine Metapher, die sich hier. Und das ist genau, was Maimonides sagt. Er zitiert alle Versionen von der Zeit geschehen. Und deswegen vielleicht, und was ist der Schluss? Wann wirklich hat diese Hiob gelebt? Was haben wir gesagt vorher schon? Genau, zur Zeit von Mord. Das ist wichtig. Also der Beschluss von Talmud auf nächste Seite. Das ist Seite 15 vom Bava Batra Band. Am nächste Seite es ist der Beschluss doch die Moseszeit. Aber trotzdem ist es klar von dem Text, dass Hiob hatte sehr, sehr lange Leben. Das ist klar, ja. Er hat die Frau, die Kinder schon erwachsenen Kinder, ja. Und dann ist es diese böse Geschichte und dann hat er überlebt und gestanden, die wieder Kinder geboren. Und der Text selbst, an die letzten Sätze von Kapitel 45, sagt, er hat langes Leben. Und hat verstorben, ganz, ganz alt, seine Tage gegessen, im guten Sinn, das ist ein hebräisches Sprichwort, ja. Also, es ist nicht hungert, ja. Hunger, das ist eine metaphorisch sehr, sehr knapp Zeit, ja. Also, jemand, der hat viel, viel gelebt, er hat seine Tage, genau die Tage, nicht die Tage Tag flüchten und gegessen die Tage, genießen die Tage in diesem Sinn, ja. Also das ist, dass diese Tage kann man nehmen so. Also wieder, das ist unser Problem, dass die Hiob hat eine lange Strecke und das ist gut für ihn, aber doch, er war wirklich eine historische Person. Okay, dann gehen wir weiter. Dies aber bekräftigt an sich, dass er nicht gelebt und nicht existiert habe. Das ist diese Vielfalt von den Meinungen. Ja? Okay, dann gehen wir weiter. Also jetzt, bis jetzt, Maimonides in die Meinung, Hiob hat nicht gelebt und nicht existiert. Mit einem Wort, ob er nun existiert hat oder nicht, alle denkenden Menschen werden durch ähnliche Verhältnisse wie die Job, die immer vorkommen, in Ratlosigkeit versetzt. Okay, Punkt. Okay, es ist Komma, aber Punkt. Was können wir beschlossen wegen der Frage, ob Job existiert oder nicht? Was ist schon die maimonidische Meinung? Wenn hat er gesagt, Job hat nicht mehr existiert, warum schreibt er, ob er nun existiert hat oder nicht. Warum du schreibst oder nicht? Das heißt, Maimonides jetzt annulliert die erste Meinung. Im Talmud sagt Havamina, es ist eine wahrscheinliche Meinung, dass wir vorheben und dann ablehnen. Das ist klassische talmudische Logik. Ja? Wir bringen eine Idee, nicht, uns,
nicht einfach. Gibt es die Gründe? Viele, viele, vielfach Meinungen im Talmud, wann war die Generation von Hiob. Also wir glauben, er wurde sogar nicht existiert und dann ablehnen. Okay? Also jetzt diese doppelte Zugang, sozusagen, ob hat er existiert oder nicht. Wenn du sagst schon oder nicht, ja, dass du sagst, okay, dann ist schon 50-50. Es ist nicht so beschlossen, ob Hiob ist eine Metaphor. Und noch weiter, wir sehen, Maimonides geht noch weiter. Und okay, da, so dass man von dem Wissen Gottes und seiner Vorsehung das gesagt, was ich bereits angeführt habe. Das ist im Teil 2, mhm. Der zweite Buch von der Führer. Wir sind jetzt am dritten Teil, am die letzte Teil oder dritte Buch gibt es Ausgaben. Also, die Maimonides viel, viel diskutiert mit verschiedenen Ideologien über diese Vorsehung. Ich habe das kurz gegeben euch, 2-3 Monate vor. Erinnern Sie, fünf Parteien, fünf Ideologien? Das ist, was er gemacht hat. Gibt es verschiedene Ideen über die Gottes die Vorsehung, die alte Griechen, Aristoteles, ja, die diese Ascharia, eine alte muslimische Schule, Mutakalim, die islamische Rationalisten und so weiter und so fort. Da ja, gibt es die Leute, die sagen, gibt es kein Vorsehen, gibt es nur Vorsehung so und so oder anders. Ja, also, ich habe gesagt, dass diese islamische Rationalisten, sie hatten ein Problem, bestätigen, dass auch Böse von Gott rauskommt. Ja? Sie glauben nur, die Gute von dem Gott rauskommt. Ja? Also gibt es fünf Ideologien und die fünfte Partei, das ist die jüdische Partei, das ist die Rabbin, sagt, das ist die Glauben von unserer Weise. Okay, ganz kurz, ich wiederhole, es ist Kapital, es ist dritte Buch. Es ist Kapitel 17 von dritte Buch. Gibt es fünf Ideologien über die Vorsehung auf die Menschen? Erste Ideologie ist Epikurus, die Partei von Epikur. Epikur war eine griechische Philosophiker von Plato-Zeiten. Also im Hebräisch ist es eine Definition. Diese Epikur, sein Name, bekommt einen Begriff. Epikores, eine Heretik im christlichen Sinn. Das heißt, jemand, der überhaupt die Gottes Existenz annulliert und akzeptiert nicht. Ja? Also diese Partei, Epikur-Partei oder alte Griechen, er schreibt drin über die Aristoteles, sie glauben nicht in die Gottes Existenz überhaupt. Also eine übrige Frage, Gottes Vorsehung. Wenn es kein Gott, natürlich ist es kein Vorsehen. Ja? Okay, die zweite Partei, das ist Aristoteles. Oh, es ist sehr, sehr interessant. Also nicht alle Griechen, alte griechische Philosophiker, sie waren die gleiche Partei, muss man ehrlich zu sagen. Nicht alle Griechen waren mit Aristoteles. Ja? Also Aristoteles, er sagt, es gibt eine Vorsehen, aber es ist bis Mund. Unser Mund und nicht unten. Das heißt, gibt es eine göttliche Vorsehung im astronomischen Sinn über die Sterne, die andere Planeten, andere Galaxien. Aber bei uns, im unteren Welt, ist es alles zufällig. Gut, also es ist eine Mischung von einer Gott-Ablehnung und Gott-Akzeptanz zusammen. Sehr, sehr interessant. Das ist die zweite Idee Aristoteles. Die dritte Partei, Ascharia, ja, sie sagen, dass das gibt es Gottes Vorsehung und nicht nur die Gottes Vorsehung, der Mensch hat keine freie Auswahl. Also, wenn die erste Partei, erste Ideologie, Epikur, sagen, gibt es kein Gott, keine Gottes Vorsehung, also null quasi. Die zweite Partei, Aristoteles, okay, 50% irgendwie oben. In den Sternen gibt es Gottes Vorsehung nicht bei uns. Bei uns ist alles zufällig. Die dritte Partei, Scharia, sagen 100% Vorsehung. Sogar keine menschliche Auswahl. Alles, was machst du, das ist die Gott. Das ist nicht du.
wunderbare Idee, dass es erklärt jede einzelne von jeder Sinn in der Welt. Viele Religionen, auch christliche Versionen, die christliche Orthodoxe, meinen das ganz ernst, das ist nicht ich, das ist die Satan. Sehr gut, wunderbar. Okay, die vierte Partei, vierte Ideologie, Matlasia, sie glauben in Gott, im Vorsehung, aber wie gesagt, es ist schwer erklären von dieser Partei, wie kommt die Böse zu werden. Sie sagen nicht von Gott. Und deswegen quasi gibt es eine Antigott. Ja? Also solche Glauben. Und dann die fünfte Partei, Nevin Vechazal, die Propheten unserer Weisen. Das ist, wie gesagt, gibt es die Gott in der Welt, gibt Gott ist die Existenz, Gott ist die Vorsehung und auch menschliche freie Auswahl. Und das ist die große Frage, wie kann das zusammengehen? Das genau wir lernen vom Hiob-Buch und überhaupt von dieser Tür der Entschlossende von Maimonides. Ja, das ist die jüdische Glauben und sogar auch zwischen Juden gibt es verschiedene Rabbiner und verschiedene Ideen. Und deswegen, die Rambam schreibt Propheten und unsere Weisen. Das heißt Propheten von Gott, nicht jemand, der hat wie Aristo und Sokrates und entwickelt. Ja, schriftlich eine Glaube. Okay, das ist die fünf grundsätzlichen Ideologien, Glauben wegen die Vorsehung. Gut. Das, was er gemeint, er schickt uns zurück zum diese Kapitel 17, drittes Buch. Okay. Nämlich, dass es vorkomme, dass den und tadeligen, vollkommen und in seiner Handlungsweise rechtschaffenen Menschen, die sich überaus vor der Sünde scheut. Ja, das ist genau diese Hiob. Ja. Schwere und betroffene und unterbrochenen aufeinander folgende Übel treffen, und zwar hinsichtlich seines Vermögens, seiner Kinder und seines Lebens. Das war, habe ich genau gesagt, dass der Rambam verteilt, diese zwei Plagen, drei Plagen, dass die Hiob bekommt, ja, und genau nach maimonidischer Erklärung im Führer Malbim, die Kommentator von 20. Jahrhundert geht, ja, also gibt es die drei Gruppen von den Leuten, ja, die Vermögen, die Kinder und die eigene Körper, ja, die drei Gruppen, und wir sehen, haben uns gesehen, dass die Hiob hat sich zum die dritte Gruppe gehört. Ja. Die Plage Nummer 3, die 2 hat er überstanden, die dritte, ein bisschen problematisch, das habe ich letztes Mal gelesen. Er hat keine Sünde mit seinen Lippen gesagt. Und versteht man in den Klammern, aber doch in den Herzen hat er etwas gesagt. Das heißt, okay. Gut. Und dies ohne sein Verschulden, ja, das ist diese Hiob, durch welches er diesen Zustand selbst verursacht hatte, das ist die eine riesige rhetorische Frage. Und nach diesen beiden Ansichten, nämlich ob er, Hiob, existiert hat oder nicht, okay, genau, diese Wiederholung existiert hat oder nicht, die zwei widersprüchliche Möglichkeiten, es ist ein Hinweis, dass Hiob doch war. Wenn du bist sicher, dass Hiob nicht war, nimmst du nur eine Möglichkeit. Verstehen Sie? Rambam wiederholt die zwei Möglichkeiten schon zweite Mal. Und wir sehen, nächster Absatz, er schon konzentriert auf die Möglichkeit, er doch gelebt. Okay? Also das ist die eine forscherische Weg sozusagen. Ja? Jüdisches Weg. Du nimmst eine Theorie, du vorzeigt das als eine Idee und manche abgelehnt. So schreibt man die rabbinische Responsa, so gehen viele Philosophen und viele Kommentatoren. Das heißt, du gehst vom verkehrten Ergebnis, ja? Dass die ganze Opposition, wo willst du erreichen? Verstehen Sie? Das ist die klassische forschliche Idee. Ja, das heißt, du erstens
mitmacht die Oppositionidee. Wir sehen, okay, nicht jetzt, am Ende, erste Teil von seinem Führer, Maimonides nimmt viele, viele muslimische Ideen von muslimischen Rationalisten, diese Mutakalim und Mahatlasia, und er nimmt sein Denken weg. Zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel, es gibt zwei Götter in der Welt, ja? Und dann, 1, 2, 3, das kann nicht sein, das heißt, der Gott ist eins. Ja, das ist eine logische, logische Methode, die er nimmt. Rambam gelacht sehr, sehr. Ja, das heißt, die Ergebnis ist wichtig, die Gott ist eins. Aber die methodische Weg ist sehr, sehr problematisch. Ja, du nimmst die zwei, die eine Position. Und deswegen, er lacht auch über diese Methoden, aber sollen einfach bemerken, es ist die klassische forschliche Weg, die oppositionelle Ergebnis von Anfang annehmen und dann erklären, warum ist es falsch. Gut. Und nach diesen beiden Ansichten, nämlich ob existiert oder hat oder nicht, sind alle in der Einleitung des Buches berichteten Dinge, nämlich die Rede Satans, Gottes Worte an Satan, sowie die Preisgabe Hiobs in Satans Gewalt für jeden Denkenden. Ohne Zweifel, nächster Satz, ohne Zweifel ein Gleichnis, allerdings nicht ein solches wie andere Gleichnisse, sondern ein solches, das mit den wunderbarsten Dingen zusammenhängt. Ja? Also die ganze Geschichte, wie Rambam erzählt, in kurz die Szenario sozusagen. Und diese Hiob-Books, es ist eine wunderbare Sache, ja. Die Gott redet, die Satan redet, die Hiob. Wir haben keine solche Bücher. Wir haben viele solche Geschichten mit Rashim. Aber Midrash, das ist Formulierung von unserer Weise. Und du kannst sagen, okay, es ist wirklich nicht passiert. Ja? Aber die Heilige Schriften, es ist die Propheten. Und wir haben gesagt, der Autor von Hiob-Buch, das ist die Mose selbst. Genau diese Linkage, diese Verbindung zwischen Moses Generation, Moses Zeiten und Hiob. Genau, das ist die Idee. Die Moses hat geschrieben. Ja, wenn du sagst, dieses Buch von Moses ist eine Allegorie, dann sagst auch die Tora eine Allegorie. Und genauso in die Klammern, Christentum nimmt das die Judentum. Christentum allgemein annulliert alle positive und negative Gebote, die Schabbat halten, Beschneidung und so weiter, mach so und nicht so, ja. Positive, negative, alle 613 Gebote. Wie? Die Antwort, die Christentum nimmt das als Allegorien, als Metaphoren. Ja? Zum Beispiel, wie erklärt Christentum die Beschneidung, die Gebote? Ja? Das ist eine ja? menschliche Penis, Entschuldigung, ja? Kleines Bild, ja? Okay, die Christentum nimmt, das gibt es auch, gibt es eine Geschichte im Dvarim, die fünfte Buch Mose, wo steht, dass am Ende der Tage ich mache die Beschneidung von deinem Herzen. Ja? Und dann ist es klar, es ist eine Metapher. Ja, niemand von uns heute macht eine Beschneidung von Herzen. Und deswegen, dann, Christentum macht diese umgekehrte Linkage, die Verbindung. Und gibt es noch auch solche Absätze beim Propheten, ja, dass ich gebe für euch einen neuen Herzen. Ja. Es ist klar, es ist eine Metapher. Die Leute werden anderen erhalten, sich zum Gott und zum Mitmenschen. Ja. Aber über die solche Ideen, Metaphoren, dann sagst du, okay. Dann auch die Beschneidung vom ersten Buch Mose ist es genau die Beschneidung vom Herzen vom fünften Buch Mose. Eine Metapher. Und so weiter und so fort. Und dann kannst du einfach alle Gebote annullieren. Oder mitbringen zum eine esoterische Feld sozusagen. Das heißt, esoterische Feld, nicht Pflicht. Eine Auswahl. Wenn du willst, mach. Wenn nichts, nichts. Und dasselbe mit Kashrut, mit Shabbat und so weiter und so fort. Übrigens, ich hatte eine katholische Schule mal
er konvertiert sich mit dem Zeit. Also er hat mich erklärt, dass... Eine Sekunde. Er hat mich erklärt, dass bei Juden, ja, muss man verpflichten, zum Synagoge gehen am Shabbat. Beim Christen nichts. Es ist Auswahl. Wenn du willst, du gehst. Wenn nichts, nicht. Das ist genau wie in alle anderen Geboten. Also, dass diese metaphorische Anrichtung betrifft auch die Christen zu selbst. Gibt es viele, viele Auswahl. Sehr, sehr wenige Dinge, die verpflichten die Menschen. Ja? Also, und deswegen kann man nehmen auch diese Geschichte, wie gesagt, die ganze Geschichte von Juden als eine Metapher. Und Sie haben schon verstanden, Christen nehmen das Hiob-Buch als eine Metapher. Ja? Also, ich will nur dir nun, dass unsere Lehrer erwähnen, die Talmud-Lehrer, die mich auf das aufmerksam gemacht haben, was ich von diesem großartigen Gleichnis verstanden habe. Also, Rambam schreibt, dass er nimmt seinen Zugang zu der ganzen Geschichte von den Weisern der Talmud. Ja? Und die talmudischen Weisen haben angenommen, Hiob doch hatte gelebt und hatte existiert. Also in dieser Anrichtung, ja, geht weiter Maimonides. Gut, stoppen wir hier und heute. Also es ist eine lange Absatz, die auch auf Hebräisch ist es fast eine, es ist nur eine Satz. Es ist so schreibt Maimonides, auch auf Arabisch. Eine riesige Absatz, eine Satz. Also muss man verteilen, heute wir uns Komma, Punkt stellen. Ja. Doch, ja, dieser erste Absatz, es ist einem Satz, ich sehe jetzt, es ist nur ein Satz. So ist. Ja. So könnte man, es ist eine mittelalterliche Standard. So, dann Leute haben geschrieben. Nicht weit. Gut, dann haben wir keine Frage haben Sie, oder doch? Okay, gut. Dann morgen ist es 9. Ab, morgen und übermorgen. Nächste Woche ich soll vermutlich in unserer Gemeinde Dischkowitz, Ungarn-Ukrainien sein. Also seien Sie mit mir in Verbindung. Wenn habe ich Erfolg dort drin gehen, dann ja, wenn nichts, dann komme ich zurück und dann habe ich unseren Unterricht. Aber theoretisch, ich soll dort reisen. Gut, also wir werden in Verbindung über die nächste Woche. Gut? Okay, dann alles gut, liebe Leute, und bis bald. Vielen Dank. Nächstes Mal. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Vielen Dank. Ja, jetzt enden die Aufzeichnung.